Nein. So, erstmal will ich das Mikro in die Hand nehmen, dann müsst ihr mir mal helfen, wie das abgeht. Also erstmal Atte, super, mega. So, ich rede freiwillig, ja, bin nicht gezwungen worden. erstmal, hallo ihr Lieben, ich bedanke mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Auch bedanke ich mich bei der Polizei, die für Recht und Ordnung sorgt. Falls die Presse da ist, bei uns ist meistens in Cottbus die LR, die hoffentlich dann diesmal gut oder ordentlich berichtet. Mein Name ist Alexandra und ich wohne in Fettschau. Vorab möchte ich sagen, ich bin weder rechts noch links, noch bin ich sonst irgendwas. Ich kann den ganzen Mist gar nicht mehr hören. Außerdem bin ich kein Querdenker, ich bin kein Aluhutträger oder Corona-Leugner. Nein, das bin ich alles nicht. Ich bin ein Selbstdenker. Genau. Und ich gehöre keiner Partei an. Das ist meistens das Nächste, was dann kommt. Wir sind für jeden Einzelnen in sehr schweren Zeiten unterwegs. Viele haben Angst, wenn es um ihre Existenzen geht. Hilfsgelder, die teilweise nicht reichen, um die Rechnung zu begleichen. Jegliche Rücklagen müssen angefasst werden, falls überhaupt jemals welche da waren. Kaum Möglichkeiten zu wissen, was morgen ist. Meine Schwiegereltern haben ein Hotel mit Gaststätte. Kein kleines. Die Angestellten machen sich Sorgen um das, was kommt. Wir natürlich auch, da es eine kleine Familie für uns ist. Unsere Angestellten gehören zu uns. Wir haben alles an Hygienevorschriften umgesetzt, haben penibel bezüglich der Abstände und Desinfektion, Maske und so weiter selbstverständlich eingeführt. Ha. Trotzdem durften wir Ende Oktober die Türen schließen. Im Gegenzug sind alle Supermärkte gefüllt bis zum Anschlag. Versteht das noch jemand? Nein! Hilfsgelder wurden Ende Januar für den November bezahlt. Der Dezember ein paar Tage später. Also wenigstens ein Teil, ja? Wir haben weit über 10 Angestellte. Viele haben bis dato nichts bekommen. Auszubildende müssen auch bezahlt werden, nicht? Das darf man aus seinem eigenen Pott bezahlen. Eine GEZ, das wissen die meisten nicht, das ist diese komische Gebühreneinzugszentrale, muss für Haupthaus, Gaststätte und jedes einzelne Zimmer bezahlt werden. Wir haben 30 Zimmer. Also bedeutet 5,99 Euro pro Monat, ob das Zimmer belegt ist oder nicht. Eine GEMA muss bezahlt werden. Das sind 500 Euro. Herrlich. Nicht im Monat, aber muss ja trotzdem erstmal eingenommen werden. GEMA ist Musik abspielen. Gut, noch ein bisschen mehr, aber. Wo ist der Sinn hinter dem Ganzen? Nach 3 Monaten Nichtbelegung wird man eventuell befreit. Okay, ja, ist klar. Also das Geldsystem funktioniert eigentlich nur auf Dauer, wenn auch Gelder reinkommen, oder nicht? Der komplette Einzelhandel hat eigentlich komplett geschlossen, bis auf Supermärkte oder diese Take-Away-Geschäfte. Wobei das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber das wissen wir alle. Geschweige von Kino, Zoo, Schwimmbäder, Kosmetik und viele, viele mehr sind einfach zu. Schulen und Kitas werden stufenweise geöffnet. Sind dann Kinder dabei, die positiv getestet wurden? Sollen andere, die mit diesen in Kontakt waren, auch getestet werden oder müssen halt in Quarantäne? Diesmal ist es so, die Eltern müssen nicht zwangsläufig in Quarantäne. Na, das ist erstmal geil. Was tut man eigentlich unseren Kindern an? Viele Kinder sind so gestört, dass sie in Behandlung müssen. Psychische Behandlung. Kinder. Unfassbar. Ach, jetzt gilt wieder die Schulpflicht. War vorher gar nicht. Einmal hü, dann wieder hot. Konzepte gibt es hier lange nicht mehr. 2 Stunden, dann kommt die nächste. Kinder sind die Leidtragenden bei dieser Sache. Wobei unsere Alten in den Altenheimen auch sehr darunter leiden. Isoliert, kaum bis gar keinen Besuch. Man stelle sich vor, man hat eine Demenzerkrankung.
Wisst ihr, dass diese Menschen wie ein kleines Kind sind? Sie verstehen die Welt nicht mehr. Ich bin gelernte Arzthelferin. Ich habe einige Jahre in der Pflege gearbeitet, im Schwerstdemenzbereich. Leidenschaftlich gerne. Heute nicht mehr. Ich möchte das nicht sehen. Isolation macht krank. Was sind das für Menschen, die so etwas anordnen? Fragt euch das mal. Es gibt Altenheime, wo die Angestellten täglich getestet werden müssen. Und dann sogar die, die geimpft sind. Sollte man nicht meinen, dass, wenn man geimpft ist, man nicht mehr ansteckend ist? Oder was sollte eine Impfung sonst für einen Grund haben? Ich verstehe gar nichts mehr. Bis vor einem Jahr hat man doch gesagt, eine Herdenimmunität ist, wenn ein hoher Prozentsatz einer Population bereits immun geworden ist durch Infektion. Heute nur noch durch Impfung. Ich muss meine Ausbildung noch mal überdenken. Als gelernte Arzthelferin verstehe ich nämlich gar nichts mehr, muss ich sagen. Haben wir kein eigenes Immunsystem? Können wir eigentlich schon Krebs oder andere Erkrankungen heilen? Also ich habe Multiple Sklerose seit 20 Jahren. Keiner hat versucht, mich jemals zu heilen. Oder hilft diese Impfung jetzt bei allem? Ich habe sehr viele Fragen. Ach ja, und was passiert eigentlich mit den Rentengeldern? Es sind einige Rentner da, nicht? Aber wenn kein Geld mehr in die Kasse kommt, dann ist am Ende auch kein Geld mehr für die Rentner da, oder sehe ich das falsch? Es gab übrigens nie eine Zeit, wo man nicht arbeiten durfte. Ach doch, aber da wurde das Land dann wieder aufgebaut. Was passiert eigentlich, wenn die Bauern uns nicht mehr beliefern können, weil sie kein Geld mehr haben? Neue Düngeverordnung, Insektenverordnung und so weiter, die gerade beschlossen wurden. Oder dieselbigen nicht mehr aus Spanien zum Beispiel zu uns kommen, da sie zweimal pro Woche getestet werden müssen. Also von Spanien fährt man 3 Tage her, 3 Tage zurück und man muss sich zweimal testen lassen pro Woche. Das ist interessant, weil wir beziehen 70% unseres Essens aus dem Ausland. In diesen Ländern gelten diese Gesetze nicht, die unseren deutschen Bauern verordnet wurden. Wollen wir kein gesundes Essen? Nahrung. Lebensmittel sind etwas anderes. Wusstet ihr, dass die Lkw-Fahrer an den Grenzen stehen und nicht weiterkommen? Haben das unsere Medien auch berichtet? Meine Mutter wohnt in Südtirol, Sterzing, Richtung Brenner, die seit Tagen nichts mehr. Vom Brenner mal abgesehen, wenn ich weiß, wo der Brenner ist, das ist Österreich zu Deutschland oder Österreich zu Italien. Wann kommt es wohl zu Lieferengpässen? Fragen über Fragen. Geht es wirklich nur um Corona? Ich weiß es nicht. Noch was ganz Interessantes, falls man finanziell dann am Ende sein sollte, darf man auch nicht mal jemand entlassen, geschweige denn seine Firma Insolvenz anmelden. Wusstet ihr das? Schon seltsam. War das nicht mal eine Insolvenzverschleppung? Was viele nicht wissen, in den 66 Seiten des Antrages für Kurzarbeitergeld, 66? Steht, dass man den Urlaub und die Überstunden der Angestellten auszahlen muss. Nur von welchem Geld? Bekommt man zum Beispiel kein Hilfsgeld, sollte man eventuell doch die Insolvenz anmelden? Nicht, dass man, weil ein Gesetz über Nacht geändert wurde, dann doch noch Insolvenz verschleppt hat. Gute Frage, oder?
Hat man die Überstunden in den Urlaub nicht abgerechnet der Angestellten, darf man am Ende das Kurzarbeitergeld vielleicht eventuell zurückbezahlen? Ich denke ja. All das kann auf Dauer nicht gut gehen. Geld läuft nur, wenn auch etwas erwirtschaftet wird. Es muss auch Geld in die Kassen kommen, oder nicht? Ich glaube, im Moment sind noch 18 Millionen, die 83, irgendwas bezahlen. Wie viele Firmen werden demnächst pleite sein? Was passiert dann? Macht man einen Schuldenschnitt oder wie fängt man das auf? Ich verstehe langsam, warum man den Kindern in der Schule nichts von Finanzen beibringt. Das Volk hat leider auch sehr wenig Ahnung davon, da es keiner wissen soll. Ist nicht böse gemeint. Ich bin auch gleich fertig. Nur wie will man Presse und Co. oder Polizei am Ende noch bezahlen, wenn kein Geld mehr da ist? Ich weiß es nicht. Sagt ihr es mir. Und wir stehen alle für ein Ziel. Dieses ist Frieden und Freiheit. Wir sind alle eine große Menschenfamilie, ganz gleich, wer was ist. Wir sind das Volk und wir sind der Souverän. Dankeschön.